Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. Auf geht's, der Ball rollt. Erster FC Düren gegen Wuppertaler SV. Die Dürener ganz in weiß von links nach rechts. Und da schon direkt das erste V-Spiel, geht direkt gut los hier intensiv im Mittelfeld. Früh in der Partie. Brasnic wird die reinbringen. Und da kommt direkt der erste Kopfball. War es direkt gefährlich. Kapitän Weber war es da, glaube ich, der zum Kopfball kommt und der sich da ärgert. Denn das war natürlich schon die erste gute Gelegenheit. Brasnic, nächste Ecke. Die Großen sind natürlich wieder mit vorne. Allen voran Peter Lela mit der Nummer 33 da, der Innenverteidiger. Kommt gut wieder und der nächste Kopfball. Ja, also es ist schon gefährlich. Vincent Geimer jetzt hier kommt zum Kopfball. Langhoff kann den natürlich einfach parieren, aber auch schon, auch das war wieder eine gute Chance für die Dürener. Und es ist tatsächlich so, Hagemann nicht wie gewohnt vorne drin. Jetzt hier über die linke Seite. Büttlik. Das ist Güler, bringt den näher in die Mitte und da wird Brandt gefährlich und der Ball ist im Tor. Das ist die Führung für die Gäste. Und es ist Bastian Müller. Ja, der Ball wird da knapp im Tor gewesen sein. Prallt da von der Unterkante der Latte hinter die Torlinie. Mit der ersten Aktion kommen die Wuppertaler hier direkt zum Tor. Wir gucken nochmal in Ruhe drauf. Ja, Müller grätscht da den Ball an die Unterkante der Latte. Und ich denke, dann war der auch tatsächlich drin. Da kommen auch keine Beschwerden der Dürener. Wahnsinn, was für ein Beginn hier. Direkt zwei Chancen für die Dürener und dann treffen die Wuppertaler nach 4 Minuten. Ja, jetzt die Wuppertaler, schauen wir auf den Konter. Hagemann gegen Omer Basic. Hagemann zuletzt in herausragender Form. Macht auch hier gut. Hagemann probiert es da in die kurze Ecke. Ja, Abschluss kann er besser. Aber trotzdem auch hier wieder gute Aktion. Brasnic springt den rein. Wieder gefährlich. Und da kommt Durgun an den Ball. Durgun und dann ein Kuddelmuddel da im Strafraum. Und dann klären sie in Person von Berisha. Aber der Ball ist immer noch heiß. Und mal Basic probiert es da. Rutscht ihn der Ball über den Schlappen. Aber die Gefahr, die können sie heraufbeschwören hier gerade. Gucken wir nochmal drauf. Omer Basic kommt an die Kugel. Ja, den trifft er natürlich dann nicht gut. Aber auch vor dieser Szene schon hat es da lichterloh gebrannt im Strafraum. Ja, so ein Fehlpass darf da nicht passieren eigentlich. Müller jetzt auf Güler. Güler hat da die Schusschance und er schießt und er trifft zum 2:0 für den Wuppertaler SV. Hat er beim Abschluss etwas Glück. Ich glaube, der war abgefälscht von Kapitän Weber. Und jetzt steht es hier 2:0 für die Wuppertaler. Und den haben sie sich beinahe selbst eingeschenkt, die Dürener. Bitterer Ballverlust im Mittelfeld. Und dann geht es schnell über Müller, der seinen zweiten Scorerpunkt heute einfährt. Und Güler bleibt eiskalt, schießt ein. Schauen wir nochmal drauf, ob der wirklich abgefälscht war. Ja, hier Müller. Und dann ist der gute Laufweg von Güler da. Hat dann da ganz, ganz viel Raum. Ja, und dann ist er abgefälscht. Weber ins kurze Eck. Ganz, ganz bitter für die Gastgeber. Also, das ist schon ein Mann, auf den es zu achten gilt. Und der jetzt hier den nächsten Standard tritt. Und der kommt wieder gut. Und da wird es gefährlich. Weber. Ja, drüber. Immer wieder über Standards. Gefährlich, die Dürener. Aber der ganz klare Abschluss, der fehlt noch. Schauen nochmal drauf. Da schien die Situation eigentlich schon geklärt. Und dann Weber kommt nochmal an den Ball. Kann den aber nicht aufs Tor drücken. Klasse Spiel von ihm. Sowohl in der Defensive, im Anlaufen, als auch im Offensivspiel. Hat er das erste Tor vorbereitet. Da war, glaube ich, Demming dann noch dran. Jetzt gucken wir auf den langen Ball hier. Owusu, kommt er da ran? Owusu plötzlich am Ball mit der Riesenchance. Aber dann springt ihm der Ball zu weit weg. Das wäre sie doch gewesen, die große Möglichkeit zum Anschluss. Und der lange Ball. Und da ist ganz, ganz viel Platz für Hanke. Der hat Zeit, der kann gucken, der kann in den Strafraum eindrücken. Hanke, Dohn und Bade. Klasse Parade.
Und den kann er eigentlich machen, müsste er eigentlich machen und das wäre die Entscheidung gewesen. Borg nochmal. Kühnel und Geimer. Weber. Jetzt heißt es hoch und weit in Richtung Strafraum. Und da probiert es Geimer immerhin nochmal mit seinem rechten Fuß. Und so wie er da liegen bleibt, weiß er, heute wird das einfach nichts. Für sein Team mit dem Torerfolg. Und Levindon wird gefoult von Salman. Prokop mit dem Versuch. Jetzt nochmal, Waldet-Rama im 1 gegen 1. Rama. Sehr, sehr ballsicher, ja. Und dann geht's über die linke Seite. Und das ist dann der Schlusspfiff. Der Wuppertaler SV gewinnt mit 2:0 gegen den ersten FC Düren und setzt seine Erfolgsserie fort. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt's ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja,